In unseren Filmanalysen betrachten wir vor allem die Unterschiede zwischen den Büchern und den Filmen und erklären euch verschiedene Lore-Easter Eggs und Hintergründe aus Tolkiens Welt. Wenn ihr allerdings auch an Filmfakten, Behind-the-Scenes und gelöschten Szenen interessiert seid, dann schaut unbedingt bei Doku Factory's 5 Minuten der Herr der Ringe Format vorbei. Wie der Name schon vermuten lässt, werden die Filme in 5-minütige Abschnitte unterteilt und Toni von Doku Factory zeigt euch schließlich alle Filmfehler, spannende Details und kuriose Fakten. Tonis Kanal findet ihr in der Videobeschreibung und auch am Ende dieses Videos verlinkt. Checkt ihn unbedingt mal aus. Endlich geht es weiter mit unserer Analyse zu Die Gefährten. Wenn ihr erfahren wollt, wie der Kampf zwischen Gandalf und dem Balrog eigentlich ablief, warum der Zauberer ein Diener des geheimen Feuers ist und worum es sich bei der Flamme von Arnor handelt, dann bleibt unbedingt dran. Gandalf! Ja, ich bin hier. Noch ein paar Stunden und wir hätten dir nicht mehr helfen können. Aber du hast einige Kraft in dir. Unter allen sterblichen Wesen Mittelerdes stellte sich Frodo als einer der absolut widerstandsfähigsten gegen die schwarzmagischen Waffen Mordors heraus. 20 Tage lang hatte er den Splitter der Mordoguil-Klinge in sich getragen. Zum Vergleich wäre jeder normale Mensch dieser Verwundung schon nach 1 bis 2 Tagen erlegen gewesen. Dies hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass er ein Hobbit ist. Der große Adler, der Gandalf von der Spitze des Orthancs rettete, war Gwaihir, der Windfürst. Er stammte in direkter Linie von Thorondor ab, dem König der großen Adler. Diese gehörten übrigens, wie auch Gandalf, Sauron oder die Balrogs, den Maiar an, göttlichen Geistwesen, die schon vor der Erschaffung der Welt existierten, unsterblich waren und in beliebigen Gestalten wandeln konnten. Zudem war er der schnellste aller Adler im 3. Zeitalter. Anders als im Film gezeigt, bemerkte Saruman in den Büchern erst deutlich später, dass der graue Zauberer entkommen war und orderte die Verfolgungsjagd an. Gandalf wurde von Gwaihir schließlich in Rohan abgesetzt. Dort zähmte der Zauberer das edelste Pferd Mittelerdes, Schattenfell, und ritt auf ihm geschwind in Richtung des Auenlandes. Dieser Shot ist eindeutig an eine Zeichnung Bruchtals von Tolkien selbst angelehnt. Man schaut hier gen Osten. Die Elbenfeste ist allerdings deutlich zu klein dargestellt. Obwohl zur Zeit des Ringkrieges nur noch vergleichsweise wenige Elben hier lebten, war Bruchtal ursprünglich eine starke Bastion gewesen. Zehntausende konnten hier und in der unmittelbaren Umgebung unterkommen. So wurden die vereinten Streitkräfte des Elbenreiches Lindon und dem nördlichen Menschenreich Arnor vor der Schlacht des letzten Bündnisses in Bruchtal versammelt und 3 Jahre lang ausgebildet. Die Geschichte eines Hobbits von Bilbo Beutli. Das ist ja wundervoll. Auf dieser Doppelseite beschreibt Bilbo ihren Aufenthalt in Bruchtal, als Elrond die Schwerter Orcrist und Glamdring identifizierte und die Mondrunen auf Thorins Karte entzifferte, die übrigens hier abgebildet sind. Ich hatte eigentlich vorgehabt, wieder die Wunder Düsterwalds zu erblicken, Seestadt zu besuchen und den einsamen Berg wiederzusehen. Aber das Alter scheint sich nun endgültig bemerkbar zu machen. In den Büchern hatte Bilbo diese Orte tatsächlich noch einmal wieder gesehen. Nach seinem Abschiedsfest war Bilbo mit seinen Zwergenbegleitern zuerst nach Bruchtal gewandert. Nach einer Rast hatten sie ihre Reise fortgesetzt und waren nach Tal gelangt, gerade als Balin sich auf seiner Expedition nach Moria befand. Seine übrigen Zwergenfreunde hatte Bilbo jedoch wieder gesehen und war danach erneut nach Bruchtal zurückgekehrt, wo er so dann anfing, Lieder und Gedichte zu schreiben und sein Abenteuer in einem Buch festzuhalten. Meinetwegen können wir wieder nach Hause.
Eigentlich wollte Frodo nicht zurück ins Auenland, sondern für immer mit Bilbo in Bruchtal bleiben. Menschen sind schwach. In den Büchern sprach Elrond nicht so abwertend über die Menschen. Zwar sah er sich selbst den Elben Mittelerdes zugehörig, doch stammte er als Halbelb ebenso von den Menschen des Westens ab. Das Volk der Menschen versagt. Das Blut von Numenor ist nichts weiter als kraftlos, all sein Stolz und seine Würde vergessen. Sie sind dafür verantwortlich, dass der Ring die Zeit überdauert. Die Numenorer waren die edelsten und mächtigsten aller Menschen gewesen, gesegnet mit der dreifachen Lebensspanne normaler Menschenvölker. Nachdem ihr Inselreich untergegangen war, gründeten die Überlebenden die Königreiche von Arnor und Gondor. Über die Jahrhunderte vermischten sich die meisten allerdings mit den Menschen aus Mittelerde, wodurch ihre übernatürlichen Fähigkeiten und ihre Lebensspanne dahinschwanden. Wirf ihn ins Feuer! Nein. In den Büchern führte Elrond Isildur nicht ins Innere des Schicksalsberges. Allerdings redeten er und Círdan, der derzeitige Träger des Elbenringes Narya, auf ihn ein, den Ring ins Feuer des Orodruin zu werfen, was Isildur natürlich ablehnte. Tatsächlich hätte Isildur den Ring nicht einmal vernichten können, selbst wenn er es gewollt hätte. Kein Mensch, Zwerg oder Elb wäre dazu in der Lage gewesen, da die Willenskraft des Herrscherringes im Herzen Mordors zu gewaltig war. Es gibt einen, der sie vereinen könnte. Er hat sich vor langer Zeit von diesem Weg abgewandt und sich für das Exil entschieden. In den Filmen macht Aragorn eine große Charakterentwicklung durch. Zu Beginn ist er nur ein demütiger Waldläufer, der weder nach Thron noch nach Herrschaft strebt, sich jedoch zu einem ehrwürdigen und gütigen König entwickelt. Das ist in den Büchern gar nicht der Fall. So verlobte er sich mit Arwen 38 Jahre vor dem Beginn des Ringkrieges. Da Elrond seine Tochter jedoch an keinen geringeren als den König von Arnor und Gondor vermählen wollte, strebte Aragorn von diesem Tage an nach Krone und Herrschaft. Ihr seid kein Elb. Menschen des Südens sind hier willkommen. Diese Begegnung fand in den Büchern nicht statt, da Boromir erst in der Nacht vor dem Rate Elronds unversehens in Bruchtal eintraf. Darüber hinaus hatte er, so wie auch Aragorn, eigentlich keinen Bart. Seine Haare müssten dunkler sein und anstelle dieser metallenen Spange steckte ein weißer Edelstein an seinem silbernen Kragen. Die Klinge, die den Ring von Saurons Hand schnitt. Eigentlich erfuhr Boromir erst beim Rate Elronds vom Schicksal des einen Ringes. Davor glaubte er und alle Weisen in Gondor, dass der Ring bei Saurons Niederwerfung in der Schlacht der Fünfheere aus der Welt geschwunden war. Die Bruchstücke von Narsil lagen eigentlich auch nicht derart offen in Bruchtal herum, sondern wurden von Aragorn selbst verwahrt. Du sagtest, du würdest im Bund mit mir eingehen und damit der Unsterblichkeit deines Volkes entsagen. In den Büchern waren dies zwei verschiedene Ereignisse. Das erste Mal erblickte Aragorn Arwen, als er 20 Jahre alt war, durch den Wald lief und sich sofort in sie verliebte. Sie wandte sich ihm jedoch erst 29 Jahre später zu, als sie sich in Lorien das zweite Mal begegneten und schließlich verlobten. Ihr seid hergerufen worden, damit wir auf die Bedrohung Mordors reagieren. Mittelerde steht am Rande der Vernichtung. Tatsächlich war keiner der Zwerge oder Menschen von Boot nach Bruchtal gerufen worden. Vielmehr trafen sie allesamt zur selben Zeit in Imladris ein jeder mit seinem anderen Anliegen. Dieser scheinbar kuriose Zufall wurde von Elrond und Gandalf als eine Art Schicksalswendung gedeutet und war vom Schöpfer und Allvater Ilúvatar oder eben von den Valar, also den gottgleichen Hütern der Welt, arrangiert worden. In einem Traum. Die beiden Menschen, die hier neben Boromir sitzen, kommen in den Büchern nicht vor. Dort waren Aragorn und Boromir die einzigen Menschen bei Elronds Rat. Sah ich den östlichen Himmel sich verfinstern, doch stand im Westen noch ein bleiches Licht,
Und eine Stimme rief, das Ende steht bevor. Isildurs Fluch ist gefunden. In den Büchern rief jene Stimme, das zerbrochene Schwert sollt ihr suchen. Nach Imladris ward es gebracht. Dort soll euch Ratschlag werden, stärker als Morgul macht. Ein Zeichen soll euch künden, das Ende steht bevor. Denn Isildurs Fluch wird erwachen und der Halbling tritt hervor. Dieser prophetische Traum war Boromir und Faramir von den Valar oder gar dem Schöpfer Ilúvatar selbst eingegeben worden. So wären sie durch göttliche Macht eben zur rechten Zeit in Bruchtal angekommen, um an Elrons Rate teilzunehmen. Während Boromir dieser Traum allerdings nur einmal widerfuhr, bekam Faramir ihn viele Male. Er wäre an Boromirs Statt also die bessere Wahl gewesen, nach Imladris zu reiten. Ashnask, Gimbatu, Ashnask, Hnakatuluk, Akhurs, Mishi, Krimbatu. Dies war das Ringgedicht auf schwarzer Sprache, wie es im Herrscherring eingraviert war. In den Büchern sprach Gandalf jenen Vers jedoch nicht, um Boromir einzuschüchtern, der ohnehin nicht derart töricht agierte, sondern um Galdor, einem abgesandten Elben der grauen Antworten, zu überzeugen, dass es sich bei diesem Ring tatsächlich um den einen handelte. Er ist ein Geschenk. Ein Geschenk an die Widersacher Mordors. Eure Länder werden wir zu verteidigen wissen. Gebt Gondor die mächtige Waffe des Feindes. In den Büchern war Boromir anfangs nicht so vernarrt darauf, den einen Ring einzusetzen und wollte ihn auch nicht nach Gondor bringen. So schlug er lediglich vor, dass einer der großen Elbenherren ihn gegen Sauron einsetzen könnte, an der Spitze der gondorischen Streitkräfte. Als dies jedoch abgelehnt wurde, gab sich Boromir einstweilen damit zufrieden. Niemand traut einem Elben! Diesen ausartenden Streit hatte es eigentlich nicht gegeben und auch alle anwesenden Zwerge und Elben begegneten sich bei dieser Ratssitzung mit dem gebührenden Respekt. Du hast mein Schwert und du hast meinen Bogen und meine Axt. In den Büchern wählte Elrond die Gefährten erst 2 Monate nach der Ratssitzung aus. Während dieser Zeit stand es auch noch nicht fest, ob Gandalf und Aragorn Frodo überhaupt begleiten würden. Der einzige Begleiter Frodos, der von vornherein feststand, war Sam. Hey, wir kommen auch mit! Oder ihr werdet uns in einen Sack verschnürt heimschicken müssen. Anstelle von Merry und Pippin hatte Elrond eigentlich geplant, 2 Elben aus seinem Gefolge mitzuschicken. Insbesondere Pippin wollte er zurücklassen, da er schon voraussehen konnte, dass jener Hobbit auf der Fahrt einiges vermasseln würde. Letztendlich wurde Elrond jedoch von Gandalf umgestimmt, der sich für die beiden Hobbits und ihre Freundschaft mit Frodo einsetzte. So sei es. Ihr bildet die Gemeinschaft des Rings. Es wurden nur so wenige Begleiter für Frodo auserkoren, da die Gemeinschaft auf Heimlichkeit anstelle auf Waffengewalt setzen sollte. Dass der Bund aus gerade 9 Charakteren bestand, lag daran, dass Elrond ihn als Gegengewicht zu den Ringgeistern sah, deren Zahl eben 9 war. Das ist eine Statue von Aragorns Mutter Gilrain. Sie brachte ihren Sohn nach Bruchtal in die Obhut Elronds, als Aragorn gerade einmal 2 Jahre alt war. Dort wuchs er unter dem Namen Estel auf, was im Hochelbischen so viel wie hohe Hoffnung bedeutet, um seine wahre Abkunft zu verschleiern. Tief in ihrem Herzen wusste deine Mutter, dass man dich dein Leben lang verfolgen würde, dass du deinem Schicksal niemals entrinnen könntest. Die Elben wissen, wie das Schwert der Könige neu zu schmieden ist, doch nur du besitzt die Macht, es zu führen. Dies ist eine Anlehnung an Gilrains letzte Worte zu Aragorn. Obwohl sie von Numenorischem geblüht war, ließen die vielen Sorgen sie altern, wie eine gewöhnliche Frau. Und als sie ihren Sohn das letzte Mal vor ihrem Tod sah, sagte sie: Ohne Niestel Edain, Uchebin Estel Anim. Das bedeutet so viel wie: Hoffnung gab ich den Dunedain. Ich behielt keine Hoffnung für mich.
Mit dieser Hoffnung ist natürlich Aragorn gemeint, der die verfallenen Königreiche der Dúnedain als König erneut aufblühen lassen sollte. Ich will diese Macht nicht. Ich habe sie nie gewollt. Wie wir vorhin schon erwähnt haben, ist diese Darstellung von Aragorn grober Unfug. So wurde Narsil in den Büchern schon neu geschmiedet, bevor die Gefährten Bruchtal verließen. Und auf der gesamten Reise führte Aragorn das Schwert Anduril, auch um seinen Anspruch auf den Thron von Gondor gültig zu machen. Haltet fest an eurem Ziel. Möge der Segen der Elben und Menschen euch begleiten. In den Filmen kommt es so rüber, als würde die Gemeinschaft schon wenige Tage nach Frodos Genesung in Imladris aufbrechen. In den Büchern vergehen in der Zwischenzeit auf den Tag genau 2 Monate. In dieser Zeit kundschaften Elronds Krieger die gesamten umliegenden Ländereien aus, während Gandalf und Aragorn den Weg planten. In den Büchern führte Aragorn und nicht Gandalf die Gefährten durch die verwilderten Lande westlich der Nebelberge, da er diese mit Abstand am besten kannte. Diese Trümmer sind Überreste einer Stadt der Hochelben von Eregion, eben jener Elben, die von Sauron getäuscht wurden und mit ihm die Ringe der Macht schmiedeten. Somit sind diese Ruinen, als die Gefährten an ihnen vorbeigingen, schon über 4700 Jahre alt. Gandalf, wir könnten durch die Minen Morias gehen. Mein Vetter Balin würde uns einen königlichen Empfang bereiten. Nein, Gimli. Den Weg durch Moria würde ich nur einschlagen, wenn ich keine andere Wahl hätte. Eigentlich war Gandalf von vornherein dafür gewesen, die Nebelberge über Moria zu passieren, und auch er hoffte, dass sie dort auf Balin und dessen Kompanie treffen würden. Aragorn war jedoch dagegen, bevor sie es nicht versucht hätten, den Pass des Karavras zu besteigen. Die Pforte von Rohan wurde hingegen von Anfang an abgelehnt, da der Weg zu lang gewesen wäre und zu dicht an Saruman vorbeigeführt hätte. Nun, Gandalf, du versuchst, sie über den Karavras zu führen. Und wenn das fehlschlägt? In den Büchern befehligte Saruman die Krähbein nicht selbst, um die Gefährten auszuspionieren. Stattdessen nutzte er dafür die Leichtgläubigkeit Radagasts aus, welcher, wohl im Glauben Gutes zu tun, die Kreenschwärme durch die Wildnis schickte. Saruman selbst kundschaftete die Gegend hingegen mittels seines Palantirs aus. Welchen Weg wählt ihr dann? Wenn der Berg euch in die Knie zwingt, wagt ihr dann einen noch gefährlicheren Weg? Das ist in den Filmen leider völlig falsch dargestellt. Eigentlich war es nicht Saruman, der mittels Magie gewaltige Unwetter heraufbeschwor, sondern der Berg Karavras selbst. In ihm haust ein bösartiger Maia, ein machtvolles, körperloses Geistwesen, wie auch Gandalf, der Balrog und Sauron es sind. Dieser Maia war weder mit Saruman noch mit Sauron im Bunde, doch hasste er alle, die auf 2 Beinen gingen. Also beschwor er gewaltige Stürme hervor, sodass es meterdick schneite und die Gefährten beinahe allesamt erfroren wären. Das Gewässer hier war ursprünglich mal der Bach Cirannon gewesen, der jedoch durch irgendwen oder irgendwas zu einem schmutzigen See angestaut worden war, als die Gefährten Moria erreichten. Die Felswand, in der sich das Tor zu jener Stadt befand, ist jedoch deutlich zu groß dargestellt. In den Büchern war sie keine 10 Meter hoch. Das verborgene Westtor von Moria war mit Ithildin beschriftet worden. Dies war eine magische Substanz, welche die Hochelben von Eregion aus Mithril herstellten. Ithildin spiegelte das Licht von Mond und Sternen wider. Doch anders als in den Filmen gezeigt, musste es in den Büchern durch einen Spruch in der Hochelbensprache Quenya aktiviert werden, bevor es anfing zu leuchten. Die 2 Bäume links und rechts neben dem Tor sind übrigens Stechpalmen, auch Hulzbäume genannt.
Sie waren das Wahrzeichen von Eregion. Sprich, Freund, und tritt ein. Die Schrift auf dem Tor war auf Elbisch geschrieben, denn im zweiten Zeitalter hatte es eine tiefe Freundschaft zwischen den Zwergen von Moria und den Elben Eregions gegeben. So war jenes Westtor auch zu dem Zweck angelegt worden, den Elben Zutritt ins Zwergenreich zu verschaffen. Der Hammer und Amboss und die Krone mit den 7 Sternen waren übrigens die Heroldszeichen Durins. Die Sterne sollen dabei die Konstellation Valakirka symbolisieren, welche in Tolkiens Welt das Äquivalent zu unserem großen Wagen ist. Der vielzackige Stern weiter unten ist das Zeichen Fëanors, des größten Elbenschmiedes aller Zeiten. Celebrimbor, der jene Zeichen aus Ithildien schrieb und später die 3 Elbenringe erschaffen sollte, war dessen Enkelsohn. Die 2 Bäume neben dem Stern sind zuletzt Abbildungen des Baumes Galathilion. Dies war ein Abkömmling Telperions, des silberleuchtenden Baumes aus dem Segensreich Valinor. Anon et Helen, Edroch Jomen. Das bedeutet auf der Elbensprache Sindarin so viel wie: Elbische Tür, öffne dich für uns. Tennas Nogothrim. Lasto Bethlamen. Und dieser Spruch lässt sich mit Eingang der Zwerge, höre auf die Worte meiner Stimme übersetzen. Eigentlich waren es nicht Merry und Pippin, sondern Boromir, der einen Stein ins modrige Wasser warf und somit den Wächter im Wasser auf die Gefährten aufmerksam machte. Wie heißt das elbische Wort für Freund? In den Büchern musste dich Frodo Gandalf auf die Sprünge helfen, denn der graue Zauberer kam selbst nach ein paar Minuten auf des Rätsels Antwort. Oh. Nein! Nein! Das ist in den Filmen falsch dargestellt. Obwohl allen Gefährten bis auf Gimli in Moria der Mut schwand, blieb es ungewiss, ob sich noch Zwerge in der uralten Ruine aufhielten, bis Balins Grab gefunden wurde. In den Büchern schafften es die Gefährten, schnell genug ins Innere Morias zu fliehen, sodass der Wächter im Wasser mit seinen Tentakeln lediglich die Felswand und das Westtor zertrümmerte. Darüber hinaus hatte die schleimige Haut jener Kreatur eine grünliche Farbe und leuchtete blass im Dunkeln. Der Fakt, dass der Wächter zuerst Frodo angriff, weist übrigens darauf hin, dass es sich um ein intelligentes Wesen handelt und er für die Rufe des einen Ringes empfänglich war. Lasst uns hoffen, dass unsere Gegenwart unbemerkt bleibt. Vom Westtor bis zur Ostpforte hin war der kürzeste Weg durch Moria hindurch knapp 65 Kilometer lang. Der Reichtum Morias beruhte nicht auf Gold oder Edelstein, sondern auf Mithril. Das Wort Mithril entstammt der Elbensprache Sindarin und wird deswegen mit einem englischen TH anstelle eines deutschen T ausgesprochen. In der deutschen Synchro der Filme wurde darauf leider kein Wert gelegt. Darüber hinaus kamen die Gefährten auf ihrem Weg eigentlich auch nicht an einer Mithril-Ader vorüber. Da unten ist irgendetwas. Das ist Gollum. Er folgt uns schon seit 3 Tagen. In den Büchern befand sich Gollum in Moria, nahe des Westtors, als die Gefährten dieses passierten. 5 Monate vorher war er auf der Flucht vor den Nazgûl durch das Osttor hineingelangt und hatte sich verlaufen. Zu diesem Zeitpunkt im Film folgte Gollum den Gefährten jedoch erst wenige Stunden. Und noch nicht 3 Tage lang. Und Frodo wurde dies auch erst gewahr, nachdem sie jenen finsteren Ort hinter sich gelassen hatten, obwohl er Gollums tapsende Schritte von Zeit zu Zeit hörte. Dann sei nicht so rasch mit einem Todesurteil bei der Hand. Selbst die ganz Weisen erkennen nicht alle Absichten. Mein Herz sagt mir, dass Gollum noch eine Rolle zu spielen hat, zum Guten oder zum Bösen.
Die Redewendung »Mein Herz sagt mir« kommt in Tolkiens Geschichten immer wieder vor. Es handelt sich dabei um eine göttliche Eingebung vom Allvater und Schöpfer Ilúvatar. So vermutet Gandalf nicht bloß, dass Gollum noch eine Rolle im Geschehen spielen wird, sondern hat vielmehr eine Vorahnung, weil Ilúvatar ihm diese Gedanken ins Herz gelegt hat. Alle Voraussagen und prophetischen Visionen gehen in Tolkiens Welt auf derartige göttliche Eingebungen zurück. Das ist der Weg. Gandalf erinnert sich. Nein, das nicht. Aber die Luft ist hier nicht ganz so unangenehm. Und im Zweifelsfalle, Meriadoc, sollte man immer seiner Nase folgen. In den Büchern gingen die Gefährten durch den rechten Weg, der aufwärts führte und nicht durch den linken, wie es hier gezeigt wird. Dies war die 21. Halle von Khazad-dûm. Sie befand sich auf der Ostseite der Zwergenstadt und zählte somit zum Wohngebiet. In die Decke und die Wände waren zudem große Fenster eingelassen, durch welche Tageslicht über Lichtschächte und wahrscheinlich auch Spiegel in das Gewölbe geleitet wurde. Zu diesem Zeitpunkt war es jedoch Nacht und die Halle somit vollkommen dunkel. Wortwörtlich steht in den ersten drei Zeilen geschrieben: Balin Fundinul Usbat Khazad-dûmu. Was auf der Zwergensprache so viel bedeutet wie Balin Fundins Sohn, Herr von Moria. Bei den Schriftzeichen handelt es sich um Dairons Runen. Diese waren einst vom gleichnamigen Elben ersonnen worden und bildeten die Basis für alle Zwergenrunen. In der vierten, kleiner geschriebenen Zeile ist dieselbe Grabinschrift nochmal in der Gemeinsprache Westron eingraviert. Diesmal in dem Alphabet Angathas Erebor, bei welchem es sich um eine Abwandlung von Dairons Runen handelt. Wir können nicht hinaus. Ein Schatten bewegt sich in der Dunkelheit. Hier liest Gandalf aus dem Buch von Mazabul vor, welche die Gefährten in der gleichnamigen Halle fanden. Es war eine Art Logbuch, in der Balins Kompanie alle Ereignisse niedergeschrieben hatte. Aus den Berichten ging hervor, dass die Zwerge unter anderem die Axt von Durin, dem Unsterblichen, und auch Mithril fanden. Balin, der Herr von Moria, wurde jedoch von einem Ork erschossen, als er in den Spiegelsee blickte, der sich unweit des Osttores befand. In den Büchern war jenes Ereignis weniger dramatisch und darüber hinaus deutlich früher. So warf Pippin einen Stein in einen Brunnenschacht, als die Gefährten einer Weggabelung mit den drei Gängen rasteten. Infolge des Aufpralls konnten die Gefährten Hammerschläge in der Tiefe hören, die wie Signale klangen. Der Angriff auf die Mazabul-Kammer erfolgte in den Büchern also abrupt und ohne Pippins Dummheit. Anders als in den Filmen konnte der Höhlentroll in den Büchern viel schneller besiegt werden. So stieß Frodo ihm Stich in den Fuß, woraufhin das Scheusal sich zurückzog. Anstelle des Trolls wurde Frodo eigentlich von einem gewaltigen Urukhauptmann aus Mordor angegriffen. Angezogen von den Rufen des einen Ringes, rammte er dem Hobbit so machtvoll seinen Speer in die Seite, dass dieser gegen die gegenüberliegende Wand prallte. Als Aragorn sodann den Orkhauptmann niederstreckte, suchten dessen Krieger das Weite. In den Büchern gab es diesen epischen Moment nicht. Als die Gefährten die Kammer von Mazarbul verließen, belegte Gandalf die Tür mit einem Bannzauber. Kurz darauf kam es zur ersten Auseinandersetzung des Zauberers mit dem Balrog, als dieser von der anderen Seite kam und einen mächtigen Widerbann wirkte, der Gandalf fast niedergeworfen hätte. Zu diesem Zeitpunkt wusste Gandalf noch nicht, und eben als dieser im Begriff war, durch die Tür zu treten, sprach der Zauberer ein Machtwort, sodass die gesamte Kammer einstürzte und den Feind unter tonnenschwerem Geröll begrub.
Eigentlich entstieg Durins Fluch nicht den Flammen, sondern kam als große Schattengestalt von der anderen Seite heran, die sämtliches Licht in ihrer Nähe verdunkelte. Erst als der Balrog über das Feuer sprang, entzündete sich seine Gestalt. In den Büchern wird jener Dämon auch nicht so grotesk mit Widderhörnern und Schwanz beschrieben, und er hatte keine Flügel. Stattdessen war seine physische Gestalt menschenähnlich und nur etwa 2 bis 3 Meter hoch, doch vollkommen in riesige Schatten und Dunkelheit gehüllt. Auch stapfte der Balrog nicht derart langsam hinter den Gefährten her, sondern kam mit atemberaubender Geschwindigkeit auf sie zugerannt. Das hier ist Durins Brücke, welche zwischen der ersten und der zweiten Halle von Moria angelegt worden war. Es handelte sich um eine Verteidigungsanlage der Zwerge, falls ihre Feinde es schon geschafft hätten, das Osttor einzunehmen. Ich bin ein Diener des geheimen Feuers, Gebieter über die Flamme von Anor. Das geheime Feuer, oder auch unverlöschliche Flamme genannt, war das Sinnbild für die unendliche Schöpfungskraft des Allvaters Ilúvatar. Als das physische Universum in Tolkiens Geschichten geschaffen wurde, sandte dieser das geheime Feuer aus, sodass die Welt real ward. Die dem Schöpfer untergebenen göttlichen Geister, die Valar und Maia, konnten die unverlöschliche Flamme nutzen, um im Einklang mit Ilúvatar Dinge zu erschaffen. Morgoth, der erste dunkle Herrscher, und die ihm untergebenen gefallenen Geister, zu denen auch die Balrogs gehörten, hatten ihr Recht darauf jedoch verwirkt. Viele Fans glauben, dass Gandalf mit Gebieter über die Flamme von Arnor offenbarte, dass er den Elbenring des Feuers, Narya, trug. Das ist jedoch falsch. Arnor ist in der Hochelbensprache das Wort für Sonne. Die Flamme der Sonne war also göttliches, vollkommen reines Licht, welches ursprünglich von Ilúvatar stammte und von der Valie Varda, der Göttin der Sterne, in die Sonne gegeben wurde, sodass diese gesegnet war und Segen über die Welt brachte. Von jenem göttlichen Lichte wurde auch Morgoth, der Erschaffer alles Bösen und Meister Saurons und der Balrogs, versenkt und geschwärzt, sodass er Licht nicht mehr ertragen konnte und sich der Dunkelheit zuwandte. Gandalf hingegen war nun einst unter anderem ein Diener Vardas gewesen und wie man später im Herrn der Ringe sehen wird, konnte er weißes heiliges Licht gegen seine Feinde einsetzen und so beispielsweise die Nazgûl vertreiben. Dunkle Feuer wird dir nichts nützen! Flamme von Udun! Mit dem dunklen Feuer ist die verderbte, geschändete Form des Feuers gemeint. Rotes, zerstörerisches Inferno, welches die Balrogs nutzten. Flamme von Udun scheint hingegen einfach ein Titel der Balrogs gewesen zu sein. So war Udun, was übersetzt Hölle oder dunkles Loch bedeutet, ein anderer Name für die erste Festung von Melkor, Utumno genannt, in der die Balrogs noch zahlreich als Heeresführer und Elitekrieger für den dunklen Herrscher agierten. Du kannst nicht vorbei! In den Büchern war jener Zauber viel dramatischer. So zerbrach Gandalfs Stab und fiel ihm aus der Hand, als er ihn auf die Brücke niederschmetterte. Im selben Augenblick erschien eine blendend weiße Flammenwand und die Brücke brach direkt unter den Füßen des Balrogs ein. An dieser Stelle möchten wir euch noch einmal Doku Factory wirklich ans Herz legen und haben euch hier seine erste Filmplaylist verlinkt. Schaut dort unbedingt mal rein. Abschließend vielen Dank an unsere Mitglieder, besonders an Niklas Finger, Johnny, Elmar Zuber, Ruf Tiergarten, Der Alte Gollum und Mugetsu DSG und Technische Strategiezone Mojabo, Gara, Yahero, Dominik und Void Ghidorah. Bis zum nächsten Mal.